willkommen zum Video Mein erstes Schlagermedley, in dem ihr trotz einfach gehaltenem Level 2 Schwierigkeitsgrad die Gelegenheit bekommt, ganze 7 berühmte Schlagerhits aus den 70ern bis 80ern in einem stolze 10 Seiten und satte 300 Takte starken, fulminanten Medley mit einer Spielzeit von nahezu einer Viertelstunde zu spielen. Tja, ihr hört es ja gerade im Hintergrund. Bevor wir jetzt aber die wichtigsten Knackpunkte im Stück durchkeuern wollen, möchte ich erst einmal, dass wir uns über den Begriff Medley im Klaren werden. Ein Medley, oft auch Potpourri genannt, ist also eine Zusammenstellung bzw. Aneinanderreihung verschiedener musikalischer Themen oder Songs zu einem großen Gesamtwerk. Das habt ihr auch gerade gehört. Worauf ist aber gerade bei Tanzmusik während einem Medley besonders zu achten? Na? Könnt ihr diese Frage beantworten? Wer weiß das? Ja? Worauf achten beim Spielen eines oftmals 10-minütigen oder längeren Medleys? Na? Ja, sauber! Der Ulrich haut es raus und Ulrich erklärt uns, dass es beim Medley wichtig ist, dass die Musik nicht abreißt. Natürlich nicht zuletzt auch wegen dem tanzenden Publikum und dass es hörbare Übergänge zwischen den einzelnen Songs gibt. Richtig, Uli! Die erste Sache, die ich euch nun erklären möchte,
ist die von mir während dem gesamten Medley genutzte Freeze-Taste. Falls ihr ein mittleres bis größeres Keyboard spielt, habt ihr vielleicht diese Funktionstaste. Und was macht diese Taste nun? Das ist einfach erklärt. Freeze friert ein. Ja, Freeze heißt auf Deutsch ja auch einfrieren und genau das macht Freeze auch. Es fixiert bestimmte Einstellungen des Keyboards, auch wenn ich eine andere Registerspeicherplatz-Taste drücke. Deshalb ist Freeze ja auch bei den meisten Keyboards in der Nähe der Registerspeicherplatz-Tasten hier zu finden, hier neben Memory. Ich zeige euch mal, wie ich bei meinem Keyboard einstelle, was Freeze einfrieren soll. Dazu drücke ich die Direct Access-Taste und danach die Freeze-Taste selbst, wodurch ich direkt zum Einstellbereich für Freeze gelange. Dort kann ich nun festlegen, was im Einzelnen Freeze festhalten soll, auch wenn ich die Registerspeicherplätze hier umschalte. Wie ihr seht, so und jetzt wollen wir bloß noch ein paar einzigartige Einzelheiten im Einzelnen ansprechen. Zunächst das Offensichtliche. Und zwar seht ihr in diesem Notenwerk ziemlich viele Spreizungen. Ja, das sind ja bekannterweise diese Zickzackkeile zwischen einzelnen Noten. Ich will hier bloß nochmal erinnern, dass eine hier immer im Fünffingerbereich liegende geschlossene Hand oftmals...